Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Oh, von der Kamera sieht man ja nicht mehr viel. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Story of Seasons. Es tut mir leid, dass jetzt so lange nichts gekommen ist. Es ist momentan einfach very, very much mit dem neuen Job zusammen. Und ich wollte jetzt ganz gerne mal noch mit euch erkunden, was das dann noch für ein neuer Ort ist, den wir da gesehen haben. Ich weiß es nicht, ob wir den jetzt instant direkt schon sehen können. Gott, ich bin wieder hier zauselig. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt direkt angucken können. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo der jetzt war. Aber da möchte ich ganz gerne mal mit euch gucken, ob wir das jetzt heute schon in Angriff nehmen können. Radieschen. Ich hatte doch Melonen, glaube ich, noch bekommen, ne? Dann könnte man hier noch mal ein paar Melonensamen verkaufen. So, die roten Paprika können wir auch schon ernten. Die können wir ja mehrfach ernten. Oh, ein Minion. Sehr schön. So, was ist das? I don't know. I don't know, Jack. Ich weiß, das heißt eigentlich You don't know, Jack. Wer von euch kennt das Quizspiel You don't know, Jack? Ist mir so ein Quiz für Erwachsene. So, dann wollen wir nochmal schauen. Also wir haben ja auf jeden Fall wieder jede Menge Eier, die die Hühnchen gelegt haben. Ich würde aber sagen, wenn wir die jetzt gleich geknuddelt haben, dann begeben wir uns erstmal auf die Suche mit Winnie nach diesem Special-Ort. Ich weiß es nicht, wo wir den finden können. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Wir waren ja in der Stadt unterwegs. Ich weiß es nicht, ob das auch ein Ort ist, der über die Stadt erreichbar ist. Da muss ich mal schauen. Also da schon mal auf gar keinen Fall. Ansonsten könnt ihr mir vielleicht auch schreiben, in welche Richtung ich gucken muss. Weil dann kann ich nämlich trotzdem im Off schon mal ein kleines bisschen weiter sammeln. Kann ich eigentlich auch hier runterrutschen? Geht das? Oh, das geht nicht. Das hätte ich cool gefunden, wenn wir hier runterrutschen könnten. Oder uns auch einfach auf die Schaukel setzen könnten. Dam, dam, da, dam, ba, 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 ba. Ha, die Pferdchen sind so niedlich. Wir müssen auch irgendwann mal gucken, wie das hier ist mit dem Verreisen. Das mache ich aber auf gar keinen Fall ohne euch. Da nehme ich euch auch mit. Das geht ja gar nicht anders hier. Das ist natürlich Ehrensache, dass ihr da mit dabei seid. Nee, hier kommen wir da aber scheinbar nicht hin. Ich weiß nicht mal, ob wir da vielleicht über das Baum, über dieses Miniendorf hinkommen. Huch, was leckt das denn so? Okay, ich glaube, die Switch musste gerade mal ganz kurz nachladen. Werkzeugtasche. Hatte ich den schon mal fotografiert? Ist er noch da oder ist er weg? Doch, er ist noch da. Der Adler. Wie mache ich nochmal die Bilder? Warte, mit R. Komm, dreh dich mal um. Das ist auf jeden Fall schon mal ein cooles Bild. Kriegen wir dann vielleicht noch ein cooleres, dass er jetzt müsste er mal hochhüpfen und die Flügel so ein bisschen ausbreiten. Ah, jetzt dreht er sich schon wieder rum, der Sack.
Das Bild ist ja wohl mal noch cooler. Das ist süß. Komm, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Guck mich an. Das finde ich am besten. Komm. Ach Gott, jetzt müssen wir schon überschreiben. Nee, komm. Ich hab zu viele Bilder gemacht, Leute. So. Das heißt, zu viele Bilder gibt's nicht. Aber das waren einfach auch coole Bilder gerade, ganz ehrlich. Also, von dem Adler, die haben mir sehr gut gefallen. Ja, wo ist jetzt dieses... Das wäre fast wie so ein Schrein, den die uns gezeigt hat, der kleine Geist. Da bin ich auch nach wie vor gespannt, was das für ein Charakter ist, muss ich sagen. Bin ich sehr, sehr neugierig. Da haben wir ja bislang noch nicht wirklich was erlebt. Können wir da überhaupt schon hin? Vielleicht können wir da auch überhaupt noch nicht hin. Jetzt sind wir wieder da. Ja, und über das andere, da kommen wir auch nur zu der Goldmine, ne? Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch die Option. Dass ich mal da in dieses Wichteldorf da gehe. Ich habe schon mal vergessen, wie das heißt. Gut, ist ja auch eine Weile her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. So, steh. Reisen. Bodenrankeninsel, Lavahöhle, Dorf der Erdgnome. Also wenn das mit irgendwas davon zu tun hat, dann definitiv am ehesten noch mit diesem Dorf hier. Er hat uns was mitgebracht. Der Waldgnomen. Hallo, kleine Kühe. Ah, die schwarze ist ja süß. Grüß dich, Kadi. Hups, nee. Bei uns wird es gerade schon wieder so extrem dunkel. Es wird gleich wieder die Welt untergehen. Es ist einfach nur krass. Ach ja, da können wir ja nicht rauf. Da haben wir auch noch mal ein bisschen was bekommen. ...95 habe ich jetzt von diesen Münzen. Kann ich da eigentlich auch angeln? Werkzeugtasche, Angel. Gucken wir mal, was passiert. Aber nicht. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich doch überhaupt nicht hin zu diesem Ort, zu diesem Special-Ort. Ich weiß es nicht. Ich hatte ja jetzt eigentlich nicht wirklich hier irgendwie noch was anderes, Besonderes zur Auswahl, ne? Gott. Leute. Ich würd euch das jetzt gerade voll gerne zeigen, was hier abgeht. Ach, kann ich hin? Nee, kann ich nicht.
Wir könnten aber eventuell noch neue Pflanzensamen besorgen. Neue Wassermelonensamen. Melonensamen wollte ich ganz gerne noch besorgen. Das war im Gemischtwarenladen, oder? Oh, die haben aber heute nicht offen. Oder nicht mehr. Ja gut. Dann müssen wir das halt beim nächsten Mal machen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann würde ich jetzt noch ganz kurz gucken, dass wir noch fix in dem anderen Stall vorbeischauen. Boah, es leckt gerade wieder. Ja, also man merkt schon, dass wenn ich hier auf die Farm gehe, dass das dann schon heftig wird. Also die Switch hat da scheinbar ganz schön zu arbeiten. Übrigens kommen demnächst auch noch ein paar neue Spiele raus für die Switch, die ich gerne mit euch teilen würde. Also, haltet mal die Augen offen. Oh! Obala! Oh, das klingt immer so mega traurig. Ich hab... Ja, guck mal, jetzt habt ihr wieder was zu futtern. Also, wenn ihr jetzt nicht zufrieden seid, dann weiß ich es aber auch nicht hier. Jetzt wird nicht mehr gejammert. So. Was ist eben für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ihr Lieben, wenn ihr wisst, wie ich zu diesem Ort hinkomme, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich werde ansonsten bis zum nächsten Mal nochmal ein bisschen weiterspielen. Wahrscheinlich wird es diese Woche bei dieser einen Folge bleiben. Ich muss mal schauen. Einfach damit wir ein bisschen Fortschritt haben und ich euch auch mal was zeigen kann. Also dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!